K5 Athletics, offizieller Ausstatter von GFL Internet TV und Radio. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei GFL TV. Wir melden uns aus Woche 9 der German Football League und wir sind hier zu Gast in Marburg an der Lahn und haben uns gedacht, immer nur Football, Sie interessieren sich ja sicher auch für die Höhepunkte, die touristischen Höhepunkte der jeweiligen Spielorte. Also das hier ist Marburger Schloss. Wir können es sehr empfehlen. Tolle Aussicht auf die Stadt. Bisschen windig hier oben. Und ja, gleich da unten dann im Georg-Gassmann-Stadion das Spitzenspiel der GFL Süd, auf das wir uns sehr freuen zwischen den Marburg Mercenaries und den Stuttgart Scorpions. Die Scorpions kommen hierher ungeschlagen in dieser Saison. Und die Marburger haben auch erst ein Saisonspiel verloren. Und das war das Hinspiel in Stuttgart nach klarer Halbzeitführung. War ein echter Thriller und ähnlich spannend erhoffen wir uns das heute. Und außerdem ist ja Marburg gegen Stuttgart auch noch das Duell zweier Quarterbacks, die richtig viel können. Micah Brown von den Marburg Mercenaries und Luke Barthelmess von den Stuttgart Scorpions sind das, was die Amerikaner Dual Threat Quarterbacks nennen. Die können beide hervorragend laufen und passen. Außerdem dieses Spitzenspiel im Süden, das Comeback unserer Umpire Cam. Wir sind also für sie noch ein bisschen näher dran am Geschehen. Und starten mit einem dritten Versuch und eins für die Stuttgarter in den roten Trikots. Und da ist Luke Barthelmess mit dem, was er gerne macht. Wenn es ernst wird, er nimmt den Ball selbst in die Hand. 23 Yards. Anschließend dann Barthelmess auf Steffen Hänelt für 9 Yards. Nicht so spektakulär, aber die Frage ist, war das eigentlich ein First Down? Und wofür haben wir eigentlich die Umpire Cam, wenn nicht dafür? Hier ist das Measurement. Und ja, das ist ganz schön knapp. Und dann kommt Hauptschiedsrichter Marcel Schurer und macht das, was man in so einem Fall tut. Da passt ein Blatt Papier dazwischen, also kein First Down. Das ist die richtige Entscheidung. Aber kein Problem für die Stuttgart Scorpions, denn Barthelmess findet anschließend Fabian Weigel aus 21 Yards Entfernung zum Touchdown. Und zum 7:0 für die noch ungeschlagenen Scorpions. Dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal aus der Hintertorperspektive an und wir sehen ganz viel Betrieb, also auch schwer für die Defensive Backs da den Überblick zu behalten, wo Barthelmess eigentlich gerade ist und Fabian Weigel mit dem Hechtsprung in die Endzone. Weigel ist auch der Mann, der die Kickoffs ausführt, das ist dann jetzt weniger grandios, denn er kickt zu Bernard Luster und okay, dafür kann Weigel nichts, der hat erstmal Probleme den Ball zu fangen und dann sind die Stuttgarter ja da und einmal und zweimal und dann, ja, dann ist er weg. Wenn man ihn immer wieder gehen lässt und erneut auffordert, dann sagt Bernard Luster, mache ich eben den Touchdown, 85 Yards. Der Extrapunkt allerdings, sehen wir jetzt gleich, nicht gut, weil geblockt. Und damit steht es 6:7 aus Sicht der Gastgeber. Dann wieder die Scorpions und wieder mit, ja, Luke Barthelmess, 27 Yards. Jetzt wird's interessant, denn hier die Marburger im Abseits, sondern bleiben auch ein paar Marburger stehen. Die Stuttgarter spielen weiter und Barthelmess findet Marcon Edmonds zum Touchdown. 25 Yards, Spielstand 6:14. Die Marburger hatten so ihre Probleme. Da ist dann mal Micah Brown auf dem Feld, der wird gesackt. Im dritten Versuch von Jermaine Gwynn, aber der greift ihm dabei in die Helmöffnung und deswegen gibt's eine 15-Yard-Strafe. Und drei Spielzüge später die nächste Strafe, nämlich der Pass von Brown auf Jannis Fiedler für 28 Yards Raumgewinn. Und so dann auch die Marburger Offense im Spiel. Handoff an Patrick Trumpfeller aus 3 Yards Entfernung. 13:14. Es folgte ein starker Kickoff-Return von Torrey Burns. Und deswegen gute Ausgangsposition für die Stuttgarter Offense. Aber dann Barthelmess auf Edmonds. Und der tankt sich in seinem typischen Spiel durch die Mitte, verliert dabei aber den Ball. Fumble, Klaus Afflerbach erobert das Leder für die Gastgeber. Und wie man sowas bestraft, zeigen die Marburg Mercenaries im nächsten Spielzug. Brown auf Luster und weg ist er. 52 Yards Touchdown, 20:14 für die Gastgeber.
Marburgs Head Coach Matthias Dalwig freute sich anschließend auch über ein Three and Out der Scorpions, dann ein Lauf von Andre Jones zu Ende des ersten Quarters. Das sind 17 Yards. Jones lange verletzt, er war wieder mit dabei. Und dann gehen wir rein ins zweite Spielviertel mit der Marburger Offense auf dem Feld. Und mit Micah Brown. Und da ist keine Anspielstation, braucht er auch nicht, macht er halt selber. 27 zu 14. Zeit für die Stuttgarter, mal wieder was zu reißen in der Offense. So zum Beispiel Baphomet auf Fabian Weigl, 30 Yards Raumgewinn. Und weil das so gut klappte mit den beiden, gleich nochmal, diesmal 33 Yards und Fabian Weigl mit dem Touchdown. Stuttgart ist wieder dran, nur noch 27 zu 21 und damit gingen wir dann in Marburg in die Halbzeitpause. Es war ein sehr warmer Tag im Georg-Gassmann-Stadion, also anstrengend für beide Mannschaften. Erster Drive, zweite Halbzeit, Marburg mit dem Ball, das ist der Pass von Micah Brown und der wird dann unglücklich abgefälscht, war gedacht für Luke McCann, landet bei Gabriel Carlos und der spielt für Stuttgart. Zwei Spielzüge später. Stuttgart gibt den Ball zurück. Der Pitch von Baphomet auf Händel, der lässt den Ball fallen. Lennart Reich wirft sich drauf. Marburg hat das Leder. Und Marburg nutzt es aus. Brown auf Laster, 31 Yards, Touchdown, 34 zu 21. Also wieder klarer Rückstand für Stuttgart, die langsam in die Gänge kommen mussten. Mit Marcon Edmonds versuchen sie es. Und das ist seine Bowlingkugel-Variante, wie er es gerne hat. Kämpft er sich durch die Mitte für 17 Yards. Und dann Baphomet und der macht nichts Kluges hier. Wirft den Ball weg, wir haben es nicht im Bild. Zumindest nicht in der Einstellung. Curtis Slater geht dazwischen, aber wir schauen nochmal drauf. Manchmal sollte man einen Spielzug eben aufgeben. Das hier war keine gute Entscheidung und Slater sagt Dankeschön. Dann der Fly Sweep mit Bernard Laster. Und auch das bringt 17 Yards. Anschließend dann aus der Umpire Cam. Sie sehen, was der Schiedsrichter sieht. Patrick Trumpfeller mit 6 Yards Raumgewinn. Soll keiner sagen, bei GFL TV seien sie nicht mittendrin. Am Ende des Drives gab es aber dann nur einen Field-Goal-Versuch. Daniel Katusic aus 28 Yards, er trifft 37 zu 21. Viertes Quarter, die Stuttgarter mussten was tun, hatten anschließend vierten Versuch und Goal. Also das war die Chance, was zu tun, aber Laster schlägt diesen Ball weg, der war gedacht für Marcon Edmonds. Ja, und damit wird nichts aus den Punkten für die Gäste. Stattdessen Marburg. Brown auf Jannis Fiedler, hat das First Down und dann wird er getroffen und verliert den Ball. Und das ist der Fuß in der Tür für die Stuttgart Scorpions und den lassen sie drin. Das ist jetzt erstmal Baphomet mit 16 Yards Raumgewinn. Und je wichtiger die Spielsituation, umso mehr Baphomet gibt es von den Scorpions. Diesmal schaut er erst, ob er werfen kann und dann läuft er doch selber und nochmal 16 Yards und damit nur noch 37 zu 27. Stuttgart wittert also Morgenluft und die Gastgeber werden nervös. Das ist Micah Brown und er wirft über die Mitte und da ist Hans Stecher. Und der Linebacker macht die Interception für die Stuttgart Scorpions und die haben gleich wieder die Chance zu punkten. Und die einst so deutliche Führung von 16 Punkten, sie schwindet bei den Gastgebern, denn Baphomet bedient Edmonds aus 15 Yards Entfernung zum 37 zu 34 und noch 5,5 Minuten waren zu spielen. Und 5,5 Minuten im Football, das kann mal eine halbe Ewigkeit sein. Micah Brown, der allerdings gleich mit einem Big Play und 27 Yards Raumgewinn. Am Ende des Drives aber nur ein Field-Goal-Versuch von Katusic, 22 Yards, ist gut. Strafe gegen Stuttgart wird dann allerdings nicht angenommen. Man behält die 3 Punkte, denn es hätte nicht gereicht für ein neues First Down, sondern wäre 4. Versuch an der 2-Yard-Linie gewesen. Also nur 6 Punkte Vorsprung für die Gastgeber, 3 Minuten vor Schluss. Und dann die Scorpions mit Baphomet und 11 Yards Raumgewinn. Und dann schon die Scorpions in der Nähe der Endzone. Aufgepasst! Baphomet sucht Fabian Weigl, aber das ist eine klare Pass Interference
gegen Daniel Katusic und damit beschert er den Gästen einen ersten Versuch und Goal. Kein Versuch, den Ball zu spielen, er läuft nur in den Gegner rein und schubst ihn weg. Klare Sache. Und zwei Spielzüge später passiert dann das hier. Baphomet auf Edmonds aus 3 Yards. 6 Sekunden vor Schluss steht es erstmal 40 beide. Das Problem für Marburg, Stuttgart hat noch den Extrapunkt. Pascal Flöser auf dem Feld. Pascal Flöser trifft 41-40 für die Scorpions. Und damit klar, nur noch ein Spielzug. Eine allerletzte, winzige, eine minimale Chance für die Marburg Mercenaries, die hier dann den Pass auf Laster werfen und dann kommt die Laterals und dann ist der Ball weg und Stuttgart jubelt. Wieder mal ein unfassbares Comeback der Scorpions. Schon das Hinspiel hatten sie nach klarem Rückstand am Ende noch gewonnen und dann passiert es jetzt in Marburg zum zweiten Mal. Die Stuttgart Scorpions bleiben also nach einem sehr, sehr spannenden Spiel weiterhin ungeschlagen in der GFL Süd und Marburg fragt sich, wie konnte das passieren? Jemel Hamiko, das war ein hartes Stück Arbeit und ich glaube auch emotional ein Spiel, das von allen alles abverlangt hat. Ja, unglaublich, dass wir gewonnen haben. Es ist, ich habe die ganze Zeit dran geglaubt, dass wir gewinnen, aber wie wir heute gewonnen haben, ist unglaublich. Das ist eine so tolle Teamleistung gewesen und es ist wirklich, ich sage trotzdem als anderer Coach, dass es schade ist, dass Marburg verloren hat, weil sie haben nicht verdient verloren. Also sie hätten eigentlich heute belohnt werden müssen für die harte Arbeit, die die Jungs gemacht haben. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir waren im vierten Quarter noch ein bisschen fitter. Und deshalb haben wir dann das Spiel noch drehen können. Ich bin trotzdem glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich sage auch, weil wir gearbeitet haben, dass wir verdient gewonnen haben. Aber Marburg hätte auch heute gewinnen dürfen. Und wir wären nicht sauer gewesen. Stuttgart weiter ungeschlagen und nach dem Spiel müssen wir ja dann auch mal tatsächlich so über die Gesamtsituation reden, denn jetzt zwei Spiele gegen Marburg gewonnen, den direkten Vergleich gegen Marburg gewonnen, die 4 Punkte Vorsprung sind natürlich auch ein Polster, das man sich erarbeitet hat. Was heißt das denn jetzt für die Ausgangsposition der Scorpions? Für die Ausgangssituation bedeutet immer noch, dass wir immer noch Hall zweimal spielen müssen, München immer noch spielen müssen. Und man darf trotzdem nicht vergessen, dass auch ein Allgäu letzte Woche fast gegen Marburg gewonnen hat. Also ich sage, egal gegen wen wir noch spielen müssen, alle können uns schlagen. Wir spielen auch nochmal gegen Mannheim, das Rückspiel. Da sehe ich ganz klar unseren Vorteil, dass wir zu Hause spielen. Aber wir haben in Mannheim auch beinahe verloren. Nichtsdestotrotz, klar, wir gehen jetzt mit einem Polster rein. Marburg muss nochmal gegen Hall spielen. Aber wir sind immer noch nicht in der Situation, dass wir jetzt sagen, hey, wir fangen an rumzurechnen. Wir können gerne am vorletzten Spieltag reden, wenn wir nach Hall fahren, weil wenn wir da 10-0 sind, dann ist es geschwätzt, weil dann sind wir definitiv Südmeister und können schon am 10. Spieltag feiern. Aber wir haben letztes Jahr erst an Marburg gesehen, was passiert, wenn man zu früh von der Südmeisterschaft redet. Deshalb ist es immer noch ein hartes Stück Arbeit für uns. Okay, vielen Dank. Matthias Dahlweg, man traut sich kaum zu fragen, wie so der Gemütszustand nach dem Spiel, das war ja jetzt mal wieder zum zweiten Mal gegen Stuttgart, extrem frustrierend. Ja, Gemütszustand ist erstaunlich ruhig, muss ich sagen. Es kann halt nicht sein, dass wir das Spiel hergeben. Wir hatten, wie du schon sagtest, im Hinspiel schon das Gefühl, dass wir Punkte haben einfach liegen lassen. Und jetzt ist es noch deutlich schlimmer. Also das muss man nochmal angucken und danach analysieren. So genau weiß ich noch nicht, warum wir das verloren haben. Also es fehlt jetzt im Moment so der Ansatzpunkt, wo man sagen kann, oh, hätten wir dies oder hätten wir jedes gemacht. Ja, ich habe eben schon mal gesagt, vielleicht Entscheidungen nochmal hinterfragt, aber ich denke immer noch, dass wir da das Richtige gemacht haben, auch zum Schluss für 3 zu gehen. Und im Nachhinein kann man sagen, gut, muss man vielleicht für den Touchdown gehen, aber in der Situation finde ich es eigentlich immer noch richtig. Man hätte mit 6 Punkten den direkten Vergleich dann auch noch für sich entschieden. Ja, es sind verschiedene Sachen. Eine Szene allein entscheidet das Spiel mit Sicherheit nicht. Und dann muss man einfach gucken. Wir müssen halt charakterlich ein bisschen was ändern. Wir können nicht davon ausgehen, dass Mannschaften irgendwann einfach einsehen, dass wir an dem Tag stärker sind und aufhören, Football zu spielen. Und wir stellen es dann auch ein. Also das funktioniert halt nicht, wie man heute wieder mal gesehen hat.
Ja, liebe Zuschauer, das da hinten, das sind die jubelnden Stuttgart Scorpions, die hier also in Marburg einen Thriller in letzter Sekunde mit 41-40 gewonnen haben. Es war ein Spitzenspiel in der GFL Süd, das alle Erwartungen erfüllt hat. Jetzt gucken wir mal in den Norden und schauen uns an, was die Dresden Monarchs gegen die Cologne Falcons gemacht haben. Guillaume Rioux ist der Allrounder für die Dresden Monarchs. Offense, Defense, Special Teams, was sie von ihm brauchen, das kriegen sie vom Mann mit der Nummer 11. Jetzt ging es für die Monarchs gegen die Cologne Falcons im Heinz-Steyer-Stadion vor 1820 Zuschauern. Und es ging los, wie man das so kennt, Ballübergabe an Trevor Deed und der ist unterwegs und der ist immer noch unterwegs und eigentlich sollte man meinen, nicht mehr einzuholen, das ist doch, nee, es ist nicht der Touchdown, die Seitenlinie und die Gegenspieler kommen dazwischen und die schlechte Nachricht, 82 Yards für Deed, aber er blieb anschließend verletzt liegen, musste ins Krankenhaus. Unsere Information ist Riss des Syndesmosebandes. Deed wird den Dresden Monarchs lange fehlen. Schlechte Nachricht also gleich zu Beginn. Der Ersatzmann für Deed war der Australier Connor Foley. Der läuft dann hier aus 2 Yards in die Endzone, vollendet das, was Deed angefangen hatte und macht die Punkte zum 7-0. Anschließend lief aber nicht mehr so viel in beiden Offensiven. Es folgten 3 Punts, dann aber Welsh auf den vorhin angesprochenen Guillaume Rioux. Und inklusive Hechtsprung am Schluss sind das 33 Yards. Jetzt der Ball an der 28 der Gäste aus Köln und das ist Welsh und das ist Jan Hilgenfeld und das ist der Touchdown zum 14-0. Scheinbar klare Sache für Dresden. Ende des ersten Quarters. Dann sind wir im zweiten Durchgang und die Dresdner wieder auf dem Weg. Kommt jetzt der nächste Touchdown? Die Antwort ist nein, denn das ist Donny Evant und nee, der spielt nicht mehr für Dresden. Das war letzte Saison. Inzwischen ist er bei den Cologne Falcons, macht hier die Interception. Und baut damit das Fundament für die eigene Offense. Und das machen sie draus. Das ist Running Back Steven Strother. Und das sind 38 Yards. Und das ist der Touchdown zum 7-14 aus Sicht der Gäste. Aber die Monarchs mit der Offense ist ja alles gut. Man kann ja den Ball wieder bewegen. Und dann ist hier Welsh unter Druck. Und Welsh wirft den Ball irgendwie noch. Und das hätte er mal besser bleiben lassen. Da ist nämlich erneut Donny Evant mit seiner zweiten Interception. Und erneut der Ballverlust der Dresdner. Die Köln damit so richtig zurück ins Spiel brachten. Und jetzt dann der Ausgleich. Das ist wieder Steven Strother. Nimmt den langen Weg über die Seite, kommt in die Endzone aus 4 Yards Entfernung zum 14-14. Und dann war erstmal Halbzeit. Und dann war Zeit für die Erinnerung an Bob Geist, den ehemaligen Head Coach von 97 bis 2000, der Dresden damals von der 4. in die 2. Liga geführt hatte. Er ist letzte Woche nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Dresden und prägte den Dresdner Football wie kein anderer je zuvor. Und dann musste die zweite Halbzeit gespielt werden. Erster Drive, vierter Versuch und 2. Und das ist Jose Mola, der Quarterback, auf Tim Druse aus 29 Yards. Und hoppla, Dresden noch nicht wieder richtig bei der Sache. Und auf einmal liegen sie 14-21 hinten. Andere Seite, vierter und 3. Die Dresdner spielen diesen Versuch aus. Und Heinz Riemer tut ihnen den Gefallen, springt ins Abseits, damit ein neues First Down für die Monarchs. Und diesmal sind sie zur Stelle und nutzen das aus. Foley aus 9 Yards zum Ausgleich 21-21. Aber trotzdem zu Beginn des vierten Quarters ein Spiel, das am Anfang deutlich wirkte, wieder spannend. Und dann vierter und 1 für die Kölner. Und das spielen sie aus und Oliver Trabant bekommt den Ball, aber er schafft kein neues First Down. Also die Offense der Dresdner mit Welsh und mit Hilgenfeld und das ist der Touchdown zum 28-21. Jetzt dann also wieder die Gastgeber vorne und jetzt hatten sie den Fuß auf dem Gas und da ließen sie ihn auch, denn der Pass hier von Mola wird abgefangen. Klasse Play von Quaid Chapuis, das ist die Interception. Am Ende noch ein kleiner Salto mit Hilfe von Jose Mola, aber das ist die Vorarbeit für Foley's Touchdown-Lauf. Connor Foley
Der Australier 117 Yards, 3 Touchdowns als Ersatzmann für Trevor Dead. Am Ende gewinnt Dresden mit 35-21, denn eine Minute vor Schluss die Kölner nochmal mit einem 4. und 3, da bekommt Strother den Ball und kommt ins Straucheln und schafft kein neues First Down. Es war spannender, als man nach dem ersten Quarter erwarten sollte, aber Dresden kämpft sich durch. Trotzdem, Trevor Dead fehlt in der Zukunft und das ist ein herber Verlust, wie wir alle wissen. Ja, die Stuttgart Scorpions sind immer noch am Jubeln hier in Marburg, aber das Spiel haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir schauen stattdessen, was sonst noch so an diesem Wochenende in der German Football League passiert ist. Running Back Marcus Sims und Wide Receiver Fritz Waldvogel waren die Matchwinner beim letzten Spiel der Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Rhein-Neckar Bandits. Beide machten über 200 Offensivyards. Jetzt ging es im Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes und deren Sieg in ihrem ersten Heimspiel gegen Schwäbisch Hall zu Beginn der Saison, das war einer der ganz großen Schocker dieser GFL-Saison. Aber dass diesmal die Vorzeichen anders waren, sah man nicht nur daran, dass die Saarländer nur mit 30 Mann, also gerade so, mit ausreichender Spielstärke angereist waren, sondern dass sie gleich am Anfang in Rückstand gerieten. Erst Marcus Sims, 35 Yards und dann Touchdown-Pass von Marco Ehrenfried auf Rocky Jasuli, 7-0. Die Gäste mussten auf ihren verletzten Quarterback Alexander Haupert verzichten. Receiver Terrence Davis versuchte sich als Quarterback, das ging nicht besonders gut. Der erste Drive endete mit einem Sack und dann einem Punt. Zwei Spielzüge später, Ehrenfried auf Waldvogel, 38 Yards, Touchdown. Und damit mitten im ersten Quarter 14-0 für die Gastgeber. Nächste Angriffsserie der Saarbrücker endet mit einem Punt. Der Returner ist Fritz Waldvogel. In seinem letzten Spiel, bevor er wieder in die USA heimkehrt, hat er nur Urlaub genommen von seinem Job bei der Bank, damit er den Unicorns ein bisschen aushelfen kann. Und dann kommt dreimal Marcus Sims und das hier ist der dritte Lauf, 6 Yards vor der Endzone, macht er den Touchdown zum 21-0. Und das war dann der Spielstand Ende des ersten Quarters. Im zweiten Viertel nach einem Punt der Saarland Hurricanes erstmal Marcus Sims und das ist so, wie wir das aus den letzten Wochen kennen. 16 Yards Raumgewinn. Dann Ehrenfried auf Rocky Jasuli. 30 Yards Raumgewinn an die 3. Die fehlenden 3 Yards, da sagt dann Marcus Sims, die nehme ich mir. Kleinen Bogen muss er da laufen, einen Mann aussteigen lassen und dann aber rein in die Endzone. 28-0. Was war eigentlich mit Giovanni Dixon und der Offense der Saarland Hurricanes? Ohne Alex Haupert ging da gar nichts und auch Dixon fand keine Räume hier. 2 Yards beim 3. und 20. Terrence Davis als Quarterback, das funktionierte auch nicht so richtig. Also ein Punt und dann Ehrenfried auf Ari Adegbesa. Der rollt dann da noch in die Endzone zum Touchdown. 35-0. 5-mal Ballbesitz Schwäbisch Hall. 5 Touchdowns. Andere Seite. Es wurde noch schlimmer. Druck auf Terrence Davis. Und dann wirft er, aber er findet eben keinen eigenen Mann, sondern einen der Schwäbisch Hall Unicorns. Der heißt Gerhard Jäger, macht die Interception und bereitet damit das hier vor. Ehrenfried, Jasuli, 14 Yards, Touchdown, 42-0. Für die Offense der Saarland Hurricanes weiterhin kein Land in Sicht. Gerade eben eine Interception für Terrence Davis hier, wird er gesackt, lässt den Ball fallen. Giovanni Dixon hebt ihn dann wenigstens noch auf, aber auch er wird sofort getackelt. Es war ein sehr, sehr frustrierender Nachmittag in Schwäbisch Hall für die Gäste aus dem Saarland. Und es wurde nicht besser durch das hier, Touchdown-Pass von Ehrenfried auf Jason Witte, der ist vollkommen frei, 11 Yards, 49-0. 7-mal Ballbesitz, 7-mal 7 Punkte für Schwäbisch Hall, macht 49 zur Halbzeit. Nach der Pause dann Marcus Richardson, der schon in der Jugend der Hurricanes Quarterback gespielt hat, auf dem Feld als Spielmacher. Dann wurde es etwas besser, er findet hier Terrence Davis für 13 Yards. Aber natürlich die Unicorns jetzt schon mit der kompletten Backup-Riege in der zweiten Hälfte auf dem Feld. Und das nutzen dann die Gäste aus, Giovanni Dixon aus 17 Yards, 49-6.
Dann sind wir schon im vierten Quarter. Sebastian Krauthahn, der Quarterback für die Schwäbische Unicorns, findet Kevin Becker für 25 Yards. Anschließend dann Krauthahn zu Marc Regner, Ball an der 9-Yard-Linie. Aber es war auch klar in dieser Phase, die zweite Garnitur der Schwäbische Unicorns dann doch deutlich schwächer als die erste. Deswegen gibt es auch hier nur einen Field-Goal-Versuch von Max Leuter, das 20 Yards, 52 zu 6. Und die Gäste aus Saarbrücken durften jetzt dann auch noch ein bisschen was zaubern. Hier Richardson auf Terrence Davis für 51 Yards Raumgewinn. Das große, eine spektakuläre Offensiv-Highlight für die Gäste. Raphael Kopp dann aus 2 Yards Entfernung verkürzt auf 52 zu 12, wenn man dazu verkürzen sagen darf. Und einen hatten sie noch kurz vor Schluss. Touchdown-Pass von Richardson auf Davis zum Endstand von 52 zu 18. Aber die Schwäbische Unicorns ganz souverän nehmen Revanche für die überraschende Niederlage zum Saisonauftakt. Und dann wurde Abschied gefeiert von Fritz Waldvogel, der ja zumindest für diese Saison Schwäbisch Hall verlassen wird. Im Jahn-Sportpark zu Berlin kam es zum Derby Adler gegen die Rebels. Aber das Berliner Derby hat schon bessere Zeiten erlebt. Das Hinspiel ging klar an die Adler. Die Rebels kommen ins Rückspiel ohne einen Sieg auf dem Konto. Die Favoritenrolle war also klar vergeben an die Adler. Und die wurden ihr von Beginn an gerecht. Die Adler von links nach rechts in den dunklen Trikots mit ihrem Quarterback Darius Outlaw. Und der findet hier Taleb Wise für 13 Yards Raumgewinn. Die Adler ohne die verletzten Conrad Meadows und Glenn McKay. Das merkte man allerdings nicht allzu sehr, denn Taleb Wise sprang in die Bresche und fängt hier den Touchdown-Pass von Darius Outlaw aus 18 Yards zur frühen 7:0 Führung. Was mal mit den Rebels. Ihr Quarterback Connor Lynch mit dem dritten Versuch hier wirft unvollständig. Es folgt ein Punt. Und dann wieder die Adler und Johannes Thiel. Und das sind 18 Yards für den früheren Marburger Running Back. Aber sie haben ja auch noch einen Quarterback, der selber laufen kann. Das ist Darius Outlaw, der täuscht an, auf die rechte Seite zu schauen. Und dann läuft er selber in die Endzone. 19 Yards, Touchdown, 14 zu 0. Flotter Beginn für die Adler, also im ersten Quarter. Und jetzt sind wir im zweiten. Und dann gab es doch ein kleines Schlagloch auf dem Weg nach vorne. Denn Paul Mehling fängt hier diesen Pass von Darius Outlaw ab und gibt den Rebels ein bisschen Hoffnung. Aber nur kurz, denn die produzieren ein 3-and-out und müssen dann aus der eigenen Endzone punten. Lynch macht das, das geht noch so halbwegs gut, Taleb Wise mit dem Return. Aber die Adler natürlich tief in der gegnerischen Hälfte mit einem First Down. Und die Rebels anschließend nicht in der Lage, den Rivalen zu stoppen. Outlaw auf Wise, 5 Yards, Touchdown 21 zu 0. Ein paar First Downs produzierten die Rebels, aber sie machten jetzt dann auch Fehler. Pass von Lynch, Steve Seehofer geht dazwischen mit der Interception. Kommt nicht ganz bis in die Endzone, aber liefert eine klasse Vorlage für die eigene Offense. Und da ist dann Taleb Wise aus 2 Yards Entfernung mit dem Touchdown und 28 zu 0. Und dann wieder die Rebels und das ist wieder der Pass von Lynch und da ist wieder Seehofer und der macht die Interception. Ja, und so ging es dahin für die Rebels schon in der ersten Halbzeit, denn es folgt der Touchdown-Pass von Darius Outlaw auf Max Zimmermann aus 29 Yards Entfernung. Zwischenstand 35 zu 0. Ja, und damit war die endgültige Entscheidung in diesem Spiel längst gefallen. Die Rebels versuchten es nochmal in der ersten Halbzeit. Lynch auf Gregor Lietzau. Das ist nicht schlecht. Das sind 25 Yards Raumgewinn. Aber dann kurz vor Ende der ersten Hälfte ein beinahe Hail Mary Pass von Lynch. Und diesmal Pierre von Rimon Lipinski an der Goal Line sagt Dankeschön dafür. Und wir gehen mit der Null im Rücken in die Pause. Halbzeit also im Berlin Derby 35-0 für die Adler.
Und die zweite Hälfte begann so, wie die erste aufgehört hatte. Die Rebels mussten punten und dann kommt hier Darius Outlaw. Und der Mann, der so lange die Offense der Rebels geführt hat, hier mit 11 Yards Raumgewinn dran. Dritter und 15. Outlaw wirft für Zimmermann. Das ist zwar vollständig, reicht aber nicht für ein neues First Down. Philipp Andersen aus 32 Yards Entfernung muss aufs Feld kommen und den Rest erledigen. 38-0 der Zwischenstand. Und so ging es dann rein ins vierte Quarter. Jetzt Dritter und 12. Schon wieder in der Nähe der Rebels Endzone. Outlaw sucht Max Zimmermann, aber der ist schon klar im Aus. Also wieder Field Goal Versuch durch Philipp Andersen aus 34 Yards Entfernung zum 41-0. Und jetzt dann der Sprung zum letzten Play. Gibt's noch den Ehren-Touchdown für die Rebels. Sie haben dritten Versuch und Goal an der Adler 1-Yard-Linie und Connor Lynch versucht es, aber die Adler gestatten nicht mal das. Die Null steht also weiter für die Adler. Das Gesamtergebnis des Berlin-Derbys in diesem Jahr 85-7 für die Adler. In Düsseldorf kam es zum Rematch zwischen den Düsseldorf Panthern und den Kiel Baltic Hurricanes. Beide Mannschaften hatten sich letzte Woche schon in der European Football League gegenübergestanden. Kiel gewann damals deutlich. Leider haben wir von diesem Spiel kaum brauchbares Bildmaterial bekommen. Deswegen sagen wir Ihnen nur, wieder war Kiel der klare Sieger nach 4 Touchdowns von Garrett Andrews und 3 von Jermaine Allen. Die Offensive der Düsseldorf Panther erst im vierten Quarter erfolgreicher gegen Kiels Ersatzmannschaft. Am Ende hieß es dann ganz deutlich 67-26 für die Gäste. Für Kiel war es der vierte Sieg in dieser Saison. Die Düsseldorfer warten weiterhin auf ihr erstes Erfolgserlebnis im Jahr 2014. Ja, für uns war das ein ziemlich kostspieliges Spiel, weil wir 2 Safeties verloren haben. Natürlich für uns Mord in der Situation, in der wir gerade sind. Aber ich bin natürlich zufrieden, dass wir das Spiel hoch gewonnen haben. Das war schon mal wichtig. Okay, jetzt geht's weiter. Sie haben ja die Saison für sich schon halb vorbei. Man plant aber weiterhin mit den Playoffs. Sie sind jetzt momentan auf Platz 4 in der Tabelle. Gibt es bestimmte Sachen, wo Sie sagen, da muss jetzt doch dran gearbeitet werden, um da auch dem Ziel, also im Ziel zu bleiben? Ja, also klar, eine Saison ist immer ein langwieriger Prozess. Wir müssen einfach verletzte Spieler zurückbekommen, damit wir überhaupt noch irgendwann spielfähig sind, weil wir sind nah an der 30-Mann-Grenze. Defensiv haben wir 12 Spieler heute dabei gehabt. Das ist natürlich ziemlich eng. Und das ist eigentlich unser größtes Problem. Ansonsten, die Tabellenstände sind im Moment ja völlig irgendwie out of sync, weil einige haben mehr Spiele, andere viel weniger. Insofern wird sich das jetzt in den nächsten Wochen nochmal ausgleichen. Und da ist für uns natürlich die Marschrichtung ganz klar. Wir wollen Zweiter werden. Es war in Anführungszeichen, wenn ich es mit Ihren Worten sagen darf, wieder eine Backpfeife von letzter Woche. Aber wenn ich die Stimmung im Team gesehen habe, jetzt gerade auch in der Gruppe, muss ich sagen, die Stimmung war doch sehr gut. Wie kommt es dazu? Die Jungs rücken zusammen, sie arbeiten hart. Nichtsdestotrotz war es halt speziell in der ersten Halbzeit eine ziemliche Lehrstunde, speziell für die DBs. Da haben wir einfach zu viele Sachen abgegeben, die leider auf die Unerfahrenheit zurückzuführen sind, sage ich mal. Mit dem Garrett Andrews und dem Nick LeMason stehen da ja Nummer 2 Jungs beim Ballwerfen und Ballfangen, die in dieser Liga relativ weit oben angesiedelt sind. Und meine Jungs sind halt von den 4, die ich da spiele, sind 3 im ersten Jahr. Die spielen ihr Herz raus, aber manchmal fehlt halt 1-auf-1 die Situation. Sowohl das mit Play-Calling war es vom Coach Zoom natürlich auch in ein oder anderen Situationen so, dass wir uns 1-auf-1 da auf ihren 80er bekommen wollen. Das hat leider in deren Situation geklappt, weil wir es halt die Calls nicht so hinbekommen, nicht schnell genug umgestellt und so. Das Umschaltspiel nicht schnell genug geklappt hat, um es im Fußballjargon zu formulieren. Aber nichtsdestotrotz, die Stimmung ist gut und jetzt haben wir Köln nächste Woche und hoffen, dass wir mit einer guten Trainingswoche das Ding noch enger gestalten können und hoffentlich mit dem glücklicheren Ende für uns. Ja, wir haben angefangen mit dem Marburger Schloss. Wir verabschieden uns mit dem Marburger Schloss, damit Sie nicht sagen sollen, bei GFL TV kommen die touristischen Highlights zu kurz. Footballerische Highlights hatten wir auch eine ganze Menge. Zum Beispiel hier diesen Thriller. Marburg verliert also zu Hause gegen Stuttgart mit 40-41 in fast letzter Sekunde. Das war GFL TV für diese Woche. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, hoffen, Sie sind demnächst wieder mit dabei. Und wir verabschieden Sie wie immer mit den schönsten Plays dieser Woche. Bis bald. Die Plays of the Week der German Football League.
Präsentiert von wirmachendruck.de. Sie sparen, wir drucken. Just